Hallo und herzlich willkommen zum Raustausch-Spezial zu E3 2019 Nummer 6. Nummer 6. Und wir wollen jetzt reden über Nintendo. Genau, die Nintendo Direct, die sie gesendet haben. Und ja, die war gar nicht mal so schlecht. Hatte ein paar sehr interessante Sachen. Und angefangen haben sie erstmal für Super Smash Bros. Ultimate. Ja. Und zwar eine neue Spielfigur, einen neuen Helden. Und zwar den Helden. Von Dragon Quest. Ja. Ja, und dieser kommt im Sommer 2019, also jetzt in den nächsten paar Wochen, Monaten wird diese Figur freigeschaltet. Und es sieht halt so aus, dass man wirklich den Hauptcharakter von jedem Dragon Quest sozusagen spielen kann. Also wird es wahrscheinlich so sein, man hat dann halt den Helden immer als Charakter. Und je nachdem, welchen Skin man auswählt, hast du halt immer wieder den Hauptprotagonisten von einem jeweils anderen Dragon Quest. Ja. Und ja, der hat halt ein Schwert, mit dem man halt möglichen Schwertskills machen kann, à la Link und ähnliches. Und kann anscheinend Schüsse reflektieren und hat ein sehr unterschiedliches Skillset. Es wirkte fast, wir haben jetzt noch keine weiteren Hintergrundinfos zu der Figur, es wirkte fast so, als ob je nachdem, welchen Skin man hat, man leicht unterschiedliche andere Fähigkeiten hat. Ja. Aber ich bin da jetzt nicht 100% sicher. Das kann gut sein, weil so eine Charaktere haben sie ja auch schon in Smash drin. Ja. Unter anderem mit dem letzten, mit Joker. Echt? Ja, das ist ja, glaube ich, auch, je nachdem, welche Persona oder so. Oder mit dem Pokémon-Trainer, der ja auch verschiedene Sachen hat und so. Ja. Ja, mit Joker bin ich mir nicht sicher. Übrigens, bevor es erwähnt wird in den Kommentaren, ja, ich habe mich tätowieren lassen. Ja, ich bin der Künstler, ich habe dieses Tattoo ausgesucht, gezeichnet. Ja, in Wahrheit ist die Künstlerin eine Zweijährige und hat meinen Arm als Übungsfläche zur Verfügung bekommen. Ja, dient ja auch gut, so ein Arm. Ja, das ist ein Monster übrigens. Ja. Ja. Wie ein Monster erkennt man Randisch. Genau. So, dann nach der Dragon Quest Heldenfigur für Smash kamen weitere Dragon Quest Informationen mit Dragon Quest Definitive Edition, wo sie gezeigt haben, was sie so als neue Features gemacht haben. Unter anderem wird es anscheinend neue Storylines geben. Und es wird einen Modus geben mit Trail to Past, wo anscheinend das gesamte Spiel in einem alten 16-Bit-Look zu sehen ist. Und anstatt alles voll animiert und gesprochen, hast dann wieder die uralten Textfelder, wo du alles dann durchlesen kannst. Und außerdem wird es auch neue Mounts und Pets geben, auf denen du halt in die Schlacht reiten kannst. Aus Versehen wäre auch gut. Ja, wir haben das entwickelt und aus Versehen sind irgendwie neue Mounts. Der Hund des Entwicklers ist aus dem Computer reingehüpft. Ja. Was soll er machen? Kommt am 27. September. Genau. Haben sie etwas sehr Süßes gemacht. Und zwar haben sie dann halt den CEO Nintendos mal kurz gezeigt. Und der hat gesagt, so, er möchte bitte gerne jemand Neues vorstellen bei Nintendo. Und auf einmal hat man schon einen Arm gesehen, der ihn angetippt hat. Und dann hat man Bowser gesehen mit einer Krawatte, der halt in diesen typischen Bowser-Geräuschen so versucht hat, sich irgendwie zu erklären, bis dann der eigentliche Bowser ins Feld kam. Nämlich Duck Bowser, genau. Duck Bowser, der neue American Chef war es, ne? Ja. Der neue American Chef von Nintendo. Und haben es halt sehr süß gemacht, wie er halt dann so gesagt hat, ich bin der wahre Bowser. Und der Bowser war verwirrt so, Moment, er ist auch Bowser, aber ich bin doch Bowser. Hat dann zum Nintendo-CEO geguckt und er so, Und das haben sie sehr süß gemacht, dass sie ihn halt so vorgestellt haben. Und ja, die Witze darüber, dass halt wirklich jemand namens Bowser jetzt halt wirklich bei Nintendo der CEO ist, das wird, glaube ich, nie langweilig und wird niemals aufhören. Und ich finde es schön, dass Nintendo selber den Witz gleich mit eingebaut hat. Ja. Das war sehr, sehr süß gemacht. Und er hat gleich das erste Spiel, sozusagen seine Laufbahn angekündigt, und zwar Luigi's Mansion 3 haben sie neues Material gezeigt. Und zwar wissen wir jetzt, dass Luigi's Mansion 3 wird anscheinend ein Geisterhotel stattfinden, wo Luigi, Mario, Peach, Toad und so weiter die ganze Brasselbande halt eigentlich Urlaub machen wollte. Und wie sie auch herausstellt, ist das riesige Hotel, was in einem Geisterwald steht, verflucht. Wer hätte damit gerechnet? Und so muss halt Luigi jetzt anscheinend all seine Freunde von den bösen Geistern aus diesem Geisterhotel retten und hat dazu ein paar neue Fähigkeiten, wie zum Beispiel den Slam, wo er die Geister einsaugen kann und dann umherschleudern kann. Er hat den Suction Shot, wo er dann einen Pömpel
irgendwo eine Kiste ran machen kann, dann die umherschleudern kann, neue Wege freizuschalten, den Burst, was aussah, als ob er furzen würde, indem er, wenn er halt von Gegnern umstellt ist, mal kurz in die Luft springt und eine Druckwelle aussendet und alles zu verscheuchen. Und so weiter. Und genau, und ein besonderes Feature war noch, dass es jetzt ein Guiji gibt. Und zwar, man nimmt das gesamte Spiel anscheinend ein Two-Player-Koop theoretisch spielen können. Ja. Einer spielt dann halt Guiji, das ist halt Luigi, nur komplett besteht aus Schleim und grünlich. Und so kann man halt zu zweit das gesamte Spiel erkunden. Aber man kann auch alleine Guiji benutzen, nämlich um bestimmte Rätsel zu lösen, um bestimmte Areale zu machen, denn Guiji ist zum Beispiel unempfindlich gegenüber Stacheln. Ja. Man kann so neue Wege verschalten, aber er ist dafür sehr schwach, was Wasser angeht, muss, sonst wird er halt einfach in den Abfluss gesaugt. Und ja, ansonsten gibt es noch einen neuen 4-Player-Koop-Modus namens Scare Scraper, wo man anscheinend immer so Etage für Etage irgendwie Bosse und Gegner platt machen kann. Und das alles erscheint noch irgendwann 2019. Ja. Genaueres Datum haben sie nicht gesagt. Sah sehr sympathisch aus. Ja. Danach kam dann Dark Crystal. Ich muss zugeben, ich musste erst mal nachdenken, was nochmal Dark Crystal war. Dark Crystal war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, mal ein Trading Card Game oder ist ein Trading Card Game. Mhm. Dazu kommt jetzt eine Serie auf Netflix. Okay. Und jetzt kommt dazu das der Tactics-Ableger. Okay. Age of Resistant Tactics. Ja. Kommt noch 2019. Genau. Also ich, ehrlich gesagt, ich habe durch Dark Crystal erst durch Netflix gehört. Meine das mitbekommen zu haben, dass ein Kartenspiel auf jeden Fall waren viele sehr gehypt. Was ja, da jetzt ein Serie draus wird. Mir war so, als ich die Figuren da gesehen habe und auch... Oder Tabletop oder... Ja, und auch diese Hexe da, also von dieser Puppe, dass es, glaube ich, schon früher mal einen Film mit diesen Puppen gab und mit diesem Aussehen davon, dass daher das auch Dark Crystal kommt. Aber ich wusste nicht, dass so ein Kartenspiel davon so existiert. Weiß ich nicht, warte mal. Ja, wir schauen nochmal kurz nach. Dark Crystal Series. So... Es gab einen Film, da. Genau, sag ich doch, es gab einen Film. Wow. Nee, hast recht, es ist ein Film. Siehst du, da doch mal ein Film. Da habe ich irgendwie da was völlig falsch im Kopf gehabt. Ja. Gut. Okay, also, Dark Crystal war eigentlich mal ein Film mit diesen Puppen. Und ja, jetzt wollen sie eine Serie draus machen und jetzt kommt ein Spiel dazu. Ja. Mit Dark Crystal Tactics. Was halt so ist wie, weiß ich, Final Fantasy Tactics. Und ähnliches, also auch wieder mit den normalen Soldaten, Magier und so weiter. Kommt 2019. Ja, es sah irgendwie, weiß ich nicht, zum Beispiel, wo man Mario plus Rabbids gesehen hat, das sah so instant sympathisch aus und gut durchdacht und polished. Und das hier sah, ja, die Figuren sahen irgendwie ziemlich generisch aus. Ja. Die Schlachtfelder nicht so spannend. Und es wirkt auch alles ein bisschen abgespeckter. Ja. Irgendwie so, also ein Tactics Light oder so. Ja. Hat mich nicht überzeugt. Mich jetzt auch nicht unbedingt. Auch, wer weiß, vielleicht für große Dark Crystal Fans, große Fans der Filme, vielleicht ist es genau das, worauf sie gewartet haben. Dann aber etwas, auf was wir eher gewartet haben, nämlich haben sie dann neues Material zu Link's Awakening gezeigt, den Remake. Da haben sie halt gezeigt, wie jetzt der ganze neue Grafikstil ist von dem Remake, das hat also ein bisschen, also ich find's chibi-haft, sag ich mal, so Chibi-Version-mäßig. So Knie-Chibi. Ja, genau, irgendwie so Knie-Chibi, passt ganz gut. Und haben halt, ja, ansonsten gezeigt halt, wie man so ein paar Bosse platt macht und durch die Wälder rumspaziert, bestimmte Momente des Spiels gezeigt und halt das riesige Ei, was auf dem großen Berg sitzt, haben sie halt auch nochmal gezeigt. Und dazu ist jetzt auch noch so, dass sie einen Dungeon-Builder mit eingebaut haben, wo man anscheinend irgendwie über das Abenteuer hinweg kriegt man verschiedene Bauteile und aus diesen Bauteilen kann man sich dann eine Art Dungeon selber basteln. Und diese dann selber erkunden. Und wenn man diese dann erkundet und schafft, kriegst du wieder Items dafür. Ja, mal sehen. Link's Awakening war damals ein Gameboy-Ableger, der unglaublich abgefahren war und aus dieser Zelda-Reihe so völlig rausgefallen ist. Ja. Witzigerweise gibt es nämlich Zelda an dem Spiel nicht. Also bis das es geht nicht um sie, so sagen wir es mal so. In einer Legend of Zelda-Reihe. Und es geht eigentlich nur darum, Link wird auf dieser Insel angespült, muss er wieder weg. Ja. Dafür muss er irgendwie den Mondfisch oder Songfisch oder irgendwie so heißt der, wieder erwischen. Weißt du, wo du diese ganzen Instrumente sammeln musst? Genau, wieder erwecken und dafür musst du 7 Instrumente sammeln und die musst du auf den Berg bringen, damit der wieder erwacht. Genau, und aus diesem Ei raus schlüpft er irgendwie. Und ist so ein bisschen, wer das erste Super Mario Land für den Game Boy kennt, was auch so völlig psychedelisch anders war, der weiß, wie das etwa ist. Unter anderem trifft man da auf einen dicken
dicken Mann mit Schnurrbart, der ein Problem mit Pilzen hat. Und ja, und so eine Sachen sind da eingebaut. Okay. Und ja, das ist gut gewesen für den Gameboy. Ich muss sagen, ich weiß noch nicht, was ich vom Remake so richtig halten soll. Weil es ist halt immer so eine Frage, man hat es, ich habe es natürlich sehr gut im Hinterkopf, das, was ich gespielt habe, ich habe es nicht durchgespielt, sondern nur angefangen. Und da für Gameboy hat es funktioniert, die Frage ist, funktioniert es auch heute noch, ist das eine. Und ja, ich werde mit dem Stil, den dieses Spiel hat, irgendwie nicht so richtig warm. Und auch die Musik klang im Trailer irgendwie sehr komisch zurückgenommen und nicht so richtig passend. Ja. Wie halt so ein Gameboy-Soundtrack, der jetzt neu gemacht wurde und nicht mehr so richtig... Welche reinpasst, richtig reinpasst. Zeit, ja. So, also ja, es ist ein sehr gutes Spiel, aber ob es auch sehr gut umgesetzt ist, das werden wir dann wann sehen? Am 20. September noch dieses Jahres. September. Ja, September und März hat wir, ne? Ja. ja, mal gucken, wie es so wird. Ja, es ist halt genauso, wie ich halt so ein Problem mit denen hatte, mit dem neuen Stil, was sie bei Battletoads da gemacht haben, diesen komischen Stark-Comic-Stil irgendwie, wo ich auch so denke, es sieht irgendwie komisch aus und so. Ja, aber muss man sehen, wie gut es denn wird. Dann als nächstes kam Trials of Mana, haben sie nochmal gezeigt. Ja. Das wurde schon vor einer Weile mal irgendwie angekündigt oder geleakt oder irgendwie so. Und ja, ist halt das, was man eigentlich so ist, ich sag mal, man hat wieder so eine Heldentruppe irgendwie, unterschiedliche Helden, man steuern kann, man läuft durch die Welt, macht Gegner platt, sammelt Sachen, erlebt irgendeine Geschichte. Also ein typisches RPG, kann man sagen. Mal gucken, wie es so wird, weil bis jetzt war es ja immer so, was wir gehört haben, dass Secret of Mana soll mega geil sein und die anderen Mana-Teile waren eigentlich immer so, naja. Genau, kommt früh 2020. Das Schöne war dann aber, was es sofort gibt, ist nämlich, das Problem ist, ich wollte Secret of Mana ja immer gerne mal nachholen. Ja. Aber dann kam irgendwie dieses komische 3D-Remake, was nicht gut war. Dann gab es eine ganz komische Handy-Variante, die nicht gut war. Und jetzt gibt es die Collection of Mana, wo einfach alle Mana-Spiele in ihrer Ursprungsfassung drin sind. Ja. Und die kann man jetzt auf der Switch dann spielen. Werde ich nicht sofort machen, aber wenn irgendwann mal ein Zeitfenster da sein sollte, wo man so ein Rollenspiel mal reinschieben kann. Ja, dann also spätestens, wenn wir Witcher 3 mal durch haben. Ne? Ja, dann hole ich vielleicht irgendwann noch Secret of Mana nach. Oh Mann. Ja, aber natürlich für alles interessant. Dann kann etwas, wo wir leichten Schock bekommen haben, weil wir haben dann eine gewisse Musik gehört, wo wir dachten so, oh, okay. Das ist doch die Witcher-Musik. Ja, man hat dann auch sofort die Wild Hunt gesehen. Man hat dann auch die Wild Hunt gesehen. Und dann war schon so klar, okay, wahrscheinlich kommt jetzt Witcher 3 für Switch. Und das war so lustig, weil in dem Moment, wo ich sagen wollte, das schafft die Switch doch nie im Leben, wurde der Galgenbaum vom ganzen Anfang des Spiels gezeigt. Und wir haben so, what the fuck? Vor allem, es war halt nur der Baum. Man hat so zwei, glaube ich, so zwei erhängte Hand gesehen und einen Baum ohne Texturen und sonst was. So ganz mini dünne Ärmchen. Es sah halt überhaupt nicht 3D aus, sondern sowieso ein 2D-Baum in die Landschaft gesetzt. Ja. Man muss dazu sagen, alles bis auf den Galgenbaum sah okay aus. Und nicht so gut wie auf den Konsolen, vor allem nicht auf dem PC. Aber es sah gut aus. Aber das ist wieder sowas, das ist mir so unbegreiflich. Da sitzen doch Leute und schneiden diesen Trailer und denken sich dann, hey, diesen völlig nicht geladenen Baum ohne Texturen schneiden wir in unseren Trailer rein. Ja. So, es ist so, also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde sagen, wenn ihr The Witcher 3 noch nicht gespielt habt und es in einer ordentlichen Variante spielen wollt, würde ich bei der Switch-Version zumindest die Reviews erstmal abwarten, weil ich bezweifle, dass das in guter Umsetzung auf die Konsole kommt. Kommt noch irgendwann dieses Jahr. Ja. Ja, keine Ahnung, ob das so gut ist. Dann haben sie nochmal einen kurzen Trailer gezeigt zu Fire Emblem Three Houses, was wir schon bekannt am 26.07. rauskommt. Ja. Ja, hat man halt nochmal das typische Meister und Lehrmeister und los, lasst die anderen vernichten und wo man sich halt je nachdem, für welches Haus man sich entscheidet und alle Häuser kämpfen gegeneinander und Verrat, Ehre, Ruhm, Liebe, alles spielt in irgendeiner Form eine Rolle und ja. Ist schon sehr cool. Immer noch Bock drauf, auch wenn es mich immer noch irritiert, dass sie sehr wenig Gameplay zeigen dazu. Und ich finde die Story-Idee immer noch lustig. Es soll hochdramatisch sein, aber ich finde die Idee einfach super lustig, dass diese drei verfeindeten Häuser
ihre Kinder alle an dieselbe Schule schicken, ja. wo sie lernen. Und irgendwann muss man sich entscheiden, für welches Haus man Krieg führt. Und im Rahmen der Ausbildung werden die auch losgeschickt, um Banditen umzuklatschen und sowas und andere Häuser zu unterjochen. No. Und wenn sie sterben, dann sterben sie halt. So. Und dann auch so ein geiler Satz im Trailer. Lehrmeister, was sollen wir machen? Kill everyone. Ich so, ja gut. Ja. Pädagogisch wertvoll. Ja. Aber nicht schubsen. Nicht schubsen. Mit Steinen schlagen ist okay. No. Schubsen nicht. Schubsen nicht. Ja, dann haben sie noch so erzählt, ja, die Switch eignet sich ja dafür extrem gut, überall, an jedem Ort die Videospiele zu spielen. Ja. So zum Beispiel auch Horrorspiele an diesen Orten. Und dann haben sie halt einen kurzen, ja, so ein Stück Werbung halt gezeigt, wie halt zwei fresche Jugendliche halt sich heimlich nachts in ein altes verlassenes Herrenhaus reinschleichen, da eine Switch aufbauen und dann anfangen dort Resident Evil zu spielen auf ihrer Switch. Ja. Und dann halt natürlich ganz merkwürdige Geräusche im Hintergrund hören und dann das Gefühl haben, Panik und hier sind wirklich jetzt Zombies und Megahunde und keine Ahnung was und dann panisch weglaufen, als ein lautes Geräusch, ein Stöhngeräusch irgendwie herkommt. Ja. Und ja, und das war halt einfach nur dazu da, um zu zeigen, dass jetzt alle möglichen Resident Evil Teile halt auch für die Switch rauskommen, wie zum Beispiel Resident Evil 5, 6, Resident Evil 0, Resident Evil 1, Resident Evil 2 Remastered und. Ja. Ja. Genau. Dann kam etwas Neues, was auch erst 2020 erscheinen wird. Ja. Und zwar, du hast es sofort erkannt beim Trailer, oder ja. relativ schnell, ja. Wurde gezeigt No More Heroes Teil 3. Ja. Ja, es war irgendwie wirklich ganz lustig. Man hat einen Typ gesehen im Bademantel. Da habe ich ihn noch nicht erkannt, weil da merkt man mal, was Frisuren ausmachen. Ja. ja. So, vor allem so anime-mäßig. Ja. So, da habe ich den Stil gesehen und da war irgendwie so, ja, okay, irgendeine riesen Metallpyramide greift die Erde an. Und ich so, No More Heroes. Dann ist er hochgejumpt und hatte dann seine rote Jacke an und die Haare wieder hoch. Und so, aha, No More Heroes. Ja, ja. Genau, der richtige dritte Teil kommt, nachdem ja vorher dieser Zwischenableger kam mit Travis Strikes Again. Travis, naja. Immer so. Ja, und mal sehen, was es wird. Weil man ist jetzt eben nicht mehr, versucht nicht mehr der beste Assassin der Welt zu werden und sich die Mörderliste hochzuarbeiten, sondern ist jetzt der einzige Held genau. der Erde, der noch lebt. Dementsprechend kann man sich wohl auch nicht mehr hocharbeiten. Aber man ist eben auch immer noch ein gewiefter Assassine, das wird extra gesagt im Trailer. Ja, und wurde nochmal angekündigt von einer Frau, die mit zwei Kirschen, die ganz verdächtig wie Hoden aussahen, gespielt hat und gesagt hat, willkommen zurück im Paradies des Wahnsinns. Ja, schön. Ja, und das ist eigentlich alles, was man wissen muss ja. zu diesem Spiel. Zu No More Heroes. Mehr Infos gab es auch nicht. Ja. Also kann sein, dass vielleicht noch während der E3 so ein bisschen mehr Infos dazu kommt, aber wir haben momentan keinerlei neue Infos. Ja. Dann wurde 3D Contra Rogue Squad gezeigt, ja. was am 24.09. rauskommt. Zusätzlich haben sie auch noch eine Contra Collection vorgestellt, die halt auch für die Switch rauskommt, wo dann halt wirklich alle bisher erschienenen Contra-Spiele ja. Enthalten sein werden, diese ganzen alten Contra-Teile. Und das Contra Rogue Squad sah, naja, also wir spratzig aus. Spratzig, aber ich fand es auch nicht so mega beeindruckend. Es sah, also hast irgendwie so einen komischen Panda gehabt, irgendwie, einen komischen Soldaten und sah ja. grafisch nicht gut aus. Ja, Charaktere also. Sollten halt abgefahren sein und dann ganz viel Action halt. Das Ding ist halt, es sah halt jetzt optisch nicht beeindruckend aus, muss es ja auch nicht unbedingt, aber es ist halt absolut nicht mein Genre. Nee, war nicht. Contra habe ich nie gespielt auch richtig. Ja. Ich habe mir Speedruns davon angeguckt, mal von irgendeinem Contra-Teil, aber das war es auch. Ja. Ja, dann haben sie nochmal einen Trailer gezeigt zu Demon X Machina, was am 13.09. rauskommt. September. Schon wieder September. Ja, am 13. September erscheint Demon X Machina, haben sie nochmal coolen Trailer gezeigt, krasse Mac-Action, alles explodiert, Special Effects und rast herum in seinem Mac, um die anderen Macs auszuschalten. Ja. Mal sah es gut aus, mal sah es ziemlich scheiße aus. Aber Hauptsache Explosionen. Ja. Michael wäre stolz. Auch da wieder saß ich da und dachte, oder habe auch gesagt, während des Schauens, das ist so ein Spiel, ist auch absolut nicht mein Genre. Ja. Aber den Soundtrack werde ich mir bestimmt anhören. Ja. Weil der war cool. Der Soundtrack ist cool. Ja. Dann, ach ja,
Der Panzer Dragoon. Ja, haben sie auf einmal rausgeholt. Ein neuer Teil oder ein... Nee, ein neuer Teil, ne? Oder was? Remake? Nee, ja, nur Panzer Dragoon. Das ist ein Reboot. Reboot der Reihe. Kommt diesen Winter und es ist halt so ein Rail-Shooter, wo man halt einen Drachen spielt und halt mit dem alles Mögliche abballert. Es wirkte etwas merkwürdig, weil sehr entspannte Musik dabei spielte, während man dieser Drache halt alles, alle möglichen Sachen halt abschoss mit seinen Laser-Feuerkugeln da irgendwie. Ja. Wirkte etwas merkwürdig. Ja. Ja, nö, also fand ich spannend. Das, die Reihe gab es das letzte Mal auf der PlayStation 1, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ja, und jetzt wird Panzer Dragoon halt wieder rausgekramt. Ob man sowas jetzt im Jahr 2019 noch braucht, aber hey, weiß man nicht, aber hey. Vielleicht gibt es ein, zwei Fans, die sagen, ey geil, Panzer Dragoon, das ist doch schön. Da haben sie mal ganz kurz Pokémon erwähnt, wie gesagt, kommt er am 15.11. Und sie haben gesagt, dass jetzt halt ab heute eine Demo verfügbar ist. Zumindest auf der E3. Was, nur E3 oder was? Nee, nur E3 erstmal. Nur E3 erstmal eine Demo verfügbar ist, wo man halt das schon mal spielen kann, wo man gegen die Wasserarena, sie haben extra betont, die einzige Wasserarena der Gala Region halt antreten kann. Nessie heißt die. Genau, und hat diese riesige Kieferschildkröte da, die schon vorgestellt worden ist, als Hauptmonster, was sie dann auch Dynamaxen kann. Ja. Dann kam etwas, wo wir uns ein bisschen mehr darüber gefreut haben, und zwar haben wir einen neuen Trailer zu Astral Chain gezeigt, was am 30.08. erscheinen wird. Ja, ja, da bin ich ja richtig heiß drauf. Es ist von Platinum Games und haben halt gezeigt, dass da halt Leute, die an die Automata beteiligt waren, Leute, die an Bayonetta beteiligt waren, Leute, die an hier Supervised vom Erfinder von Bayonetta und Devil May Cry, dessen Namen Kamiya. Von Kamiya gesupervised und so weiter. Und man spielt irgendwie so eine futuristische Cyberpolizei, die halt eine Technologie entwickelt hat, um gegen Dämonen anzukommen. Nämlich können die sich irgendwie über die Astral Chain, also so eine Astralkette, mit einem Partner verbinden, sowohl und mit dem zusammenkämpfen, aber können offenbar darüber auch die Dämonenwesen übernehmen und die dann in die Schlacht führen. Sieht vom Gameplay her super flott aus. Rockmucke im Hintergrund. Aber was mich sehr gefreut hat zu sehen am Trailer, war, dass halt nicht nur, dass nicht nur gekloppt ist, sondern dass auch Passagen drin waren, wo man beschossen wird und muss halt von Deckung zu Deckung hechten. Geschicklichkeitspassagen waren mit drin. Also es sah sehr abwechslungsreich aus, was ich halt nicht erwartet hätte. Ja. Ich hatte gedacht, das wird so typisch, du gehst von Arena zu Arena und kloppst. Ja, ja, es wird auch so, dass man, je nachdem welche, ich habe extra gesehen, es ist ein Mecha-Pokémon-System anscheinend enthalten, weil halt alle Gegner sind irgendwelche Mechs, also Dämonen sind Mechs irgendwie. Ja. Dass der Hauptcharakter immer auf einen Mech zum Beispiel auch geritten ist. Ja. So ein Wolf-Mech irgendwie. Ja. Also man wird die anscheinend auch so für die Umgebungen nutzen können, die jeweiligen Mecha-Pokémons, die man da einfängt. Und man hat auch gesehen, wie zum Beispiel so ein fliegendes, da war ein Abgrund und er ist da lang gelaufen und hat die ganze Zeit mit dem vor sich den Weg gebaut und so. Genau. Ja. Und ansonsten haben sie auch nochmal gezeigt, Hauptfokus ist also auf der Story. Wo auch anscheinend viel Dramatik und viel Action und so weiter passiert. Ja. Man ist die letzte Hoffnung der Menschheit, man ist der Held. Ja. Genau. Ist bestimmt cool. Dann haben sie ein Spiel gezeigt, wo wir uns erst dachten, so, Mafia? Mhm. Und zwar ist das Spiel Empire of Sin und kommt early 2020. Es war ein Top-Down Mafia. Ja, man rennt da rum. Es sah irgendwie aus, als würde man konsequent über die Gegner hinwegschießen. Ja. So, aber ja, scheint halt wirklich so ein bisschen wie damals, ich glaube, in der Pate konnte man das machen, dass man halt wirklich dann eben auch Geschäfte kauft und sein Mafia-Imperium halt wirklich aufbauen muss und die Gang Wars dann selber leiten sozusagen. Genau. Sah nicht spektakulär aus, könnte aber von der Prämisse her funktionieren, wenn es halbwegs gut umgesetzt ist. No. Hat mich jetzt aber tendenziell eher nicht so angesprochen. Nee, dann haben sie nochmal einen Trailer gezeigt für Marvel Ultimate Alliance. Ja. 3. Schon wieder vergessen, was da eigentlich gezeigt worden ist. Ultimate Alliance. Ja. Aber es war jetzt nichts großartig Neues. Ja. Was dann eher interessant war, denn es kam Cadence of Hyrule. Ja. Was am 13.07. erscheinen wird. Trotzdem mal kurz. Cadence of Hyrule war... Das war, ist ein Rhythmusspiel. Ein Zelda-Rhythmusspiel. Ach, ja, jetzt. Und zwar aber nicht so, wie man zum Beispiel von den Final Fantasy Rhythmus-Spielen kennt, dass man halt so eine 2D-Welt hat und man ja im Rhythmus halt quasi kämpfen und so weiter muss, sondern es ist wirklich ein frei begehbares Hyrule,
wo du dich aber im Rhythmus durchbewegen kannst, also das dann oder musst, damit deine Figur halt durch die Felder hüpft, musst du im Rhythmus der Musik quasi Knöpfe drücken, damit diese Bewegung auch stattfindet und eben auch die Kämpfe so koordinieren und so. Ist von den Machern von Dance of the Crypt. Ja. Wäre für mich halt überhaupt nichts, weil ich in Sachen Rhythmus ein absoluter Vollidiot bin. Mhm. Aber ich fand die Idee, fand ich super lustig irgendwie. Ja, wo hat denn mit Link und Zelda das alles macht. Ja. Dann haben sie noch einen schönen Trailer gezeigt zu Mario & Sonic Olympische Spiele Tokio. Erscheint halt November 2019. Ja. Und ja, man hat halt alle möglichen Minispiele wieder gesehen. Fußball, Tennis, Leichtathletik und so weiter. Schwimmen. Ja. Also alles, was halt Olympische Spiele so hergeben. Und dann haben sie endlich mal einen Trailer gezeigt, wo viele, viele, viele schon drauf gewartet haben. Ja. Und zwar haben sie dann gezeigt Animal Crossing New Horizon und haben halt auch das Veröffentlichungsdatum gezeigt. Und es ist der 20.03.2020. Mhm. Mal wieder im März. Es kommt fast alles im März. Ja. Ja, und was haben wir gesehen? Wir haben halt wunderschön Animal Crossing, schöne Grafik gesehen, wie man halt anscheinend da irgendwie am Strand ankommt, sein Zeltchen, dann Stück für Stück halt Sachen sammelt, sich mit den Leuten unterhält, Aufträge annimmt, sein Haus ausbaut und so weiter und so weiter. Und man auch irgendwann eine saftige Rechnung von diesem komischen, was war das, Waschbär, irgendwie bekommt, der einen sagt halt, so, deine Rechnung übrigens für Grundsteuern und alles mögliche beträgt eine horrende Summe, solange du dies nicht abzahlst, musst du hier bleiben. Ja. Das ist ja immer dieser Clou bei Animal Crossing, dass du ja eigentlich nur da bleiben musst, weil du halt deine Rechnung abbezahlen musst, weil der Typ dir eigentlich voll über den Tisch gezogen hat. Ja. Ja, ich weiß, dass da unglaublich viele Leute drauf gewartet haben. Ja. Das ist auch für die schön. Ich muss das sagen, bei mir, also ich konnte generell mit diesem Farming und Lebenssimulationsgenre, also auch mit Harvest Moon und so, noch nie so richtig was anfangen. Und dementsprechend ist mir auch Animal Crossing relativ egal, wofür ich auch ganz dankbar bin, weil ich wirklich von Leuten gehört habe, die ihr Leben diesem Spiel geopfert haben. Ja, das stimmt. Ja, ich muss sagen, ich war immer mehr der Harvest Moon-Fan. Animal Crossing war ich nie so der Fan. Ich mochte halt mehr einfach wirklich meinen Bauernhof halt immer mehr zu verwalten und mit dem Bauernhof Verbundenheit die ganzen Storys noch so ein bisschen zu erleben. Und ich weiß nicht, Animal Crossing war mir halt immer so mehr, bau ein Haus und richte es ein. Bauernhofzeug anpflanzen musst du nicht machen. Ja. Und deswegen mochte ich Harvest Moon eigentlich immer mehr. Ja. Ja, aber trotzdem, das ist schön. Wie gesagt, riesige Fangemeinschaft Animal Crossing, gab auch groß... ich dachte Applaus gerade von Square Enix noch. Aber wie gesagt, viele freuen sich schon sehr drauf. Dann haben sie allerdings noch gesagt, so, ja, Nintendo, wir freuen uns halt auch auf die guten Zusammenarbeit mit all unseren Publishern. Und ja, und haben halt einen kleinen Mashup gezeigt mit allen möglichen Spielen, was halt alles jetzt für die Switch rauskommen wird in nächster Zeit. Darunter zum Beispiel Spyro, Skyrim Blades, My Friend Pedro, Hollow Knight, Ni No Kuni, Doom Eternal, Minecraft Dungeon, Sinking City, Wolfenstein Youngblood, Dead by Daylight, Alien Isolation, Final Fantasy Crystal Chronicles, Dragon Quest Builder 2, Stranger Things 3, The Video Game, Just Dance, Siedler von Catan, New Super Lucky Tales, Dauntless und Mario Maker 2. Ja. Ja, ich kann doch noch alles lesen. Das ging sehr schnell. Ich musste sehr schnell schreiben. Er hat geschrieben, ich saß ganz da, hab die Titel vorgelesen. Ja, das ist... Okay. Ja, also ein riesen Mashup. Das alles kommt jetzt in nächster Zeit für Nintendo Switch. Ja. Freuen sich alle für eine Nintendo Switch. Und dann kam nochmal eine kleine große Überraschung. Und zwar haben sie Donkey Kong gezeigt und Diddy Kong und King K. Rool, wie sie alle in einem Haus so rumsitzen. Und es sind alles sehr feinblütige Grafiken. Die Grafik erinnert schon sehr an Smash irgendwie. Ja. Aber dann dachte ich, okay, Smash jetzt schon wieder? Wir hatten doch anfangs Smash mit neuem Charakter. Was kommt denn jetzt? Vielleicht ein neues Donkey Kong Spiel? Und dann war irgendwie Krach draußen. Donkey Kong, Diddy Kong, King K. Rool schauen alle nach draußen. Und dann ist halt eine Silhouette zu sehen von einem Vogel und einem bärenartigen Wesen. Und war schon, oh, Benjamin Kazooie? Und auf einmal stellt sich raus, nein, das ist nur Duck Hunt, die halt einen Scherz gemacht haben und so weiter. Und dann halt die Donkey Kong-Leute halt total auslachen. Aber auf einmal aus dem Himmel schnellt
ein Schatten, macht Duck Hunt platt, schleudert sie weg. Und es ist tatsächlich wahr, Banjo-Kazooie ist ein weiterer Charakter für Super Smash Bros. Ultimate. Und kommt diesen Herbst. Ja. Und man hat halt schon so ein bisschen Manöver gesehen, was sie so an Skills irgendwie haben. Also vor allem anscheinend sehr viel Wechsel zwischen den beiden Figuren hin und her. Das hat der Vogel, ist halt immer irgendwie für Weitangriffe und ähnliches. Sehr große Höhen, die man zurücklegen kann, fliegen und so weiter. Ja, wird interessant. Und es ist schön, dass Banjo-Kazooie halt mal wieder das Licht der Welt erblicken dürfen. Ja. Auch wenn es erstmal nur in Super Smash Bros. Ultimate ist. Aber weiß, vielleicht dürfen sie auch nochmal einen richtigen Auftritt haben. Ja. Wie wir ja vorhin einen lustigen Kommentar gelesen haben, kann es ja ein Sprungbrett sein. Ja, Cloud hat in Super Smash Bros. So überzeugt, dass Square ihm gleich ein ganzes Spiel macht. Ja, tatsächlich. Unfassbar. Unfassbar. Es ist so traurig, dass der Typ da noch runterschreiben musste. I am joking. Ja. So. So. Ja, und dann wurde noch als allerletztes noch One More Thing gezeigt, wo schon im Chat so gesagt wurde, oh, sie sind gespannt, wie denn der Grauto drauf reagieren wird. Und wir dachten schon so, okay. Also schon am Anfang der PK haben sie uns alle im Chat geschrieben. Ich dachte, okay, was kommt denn da noch? Was soll denn das direkt auf dich zugeschnitten sein? Bayonetta? Oder was ist es denn? Ja, und dann hörte man erstmal nur ein bisschen Musik, dann so ein bisschen so irgendwie Symbole so herumfliegen, Runen. Ja. Und ein dunkler Schatten, der irgendwie in der Mitte hervorsteigt. Und auf einmal sah man zwei Wanderer mit einem riesigen Büffel, die halt eine Ruine runterklettern. Und die zwei Wanderer waren einfach mal Link und Zelda. Ja. Und zwar in Breath of the Wild Style. Und die dann da irgendwie runtergehen. Noch so ein bisschen Zelda ist ein bisschen besorgt. Vielleicht sollten wir gar nicht hier sein. Dann kommt es halt zu diesem Schatten, was da irgendwie ist. Die sagt noch so, das ist unmöglich. Und man sieht dann auf einmal so ein Untote, die da aus diesem Schatten herauskommt. Und auf einmal sich den Kopf zu einem umdreht, die Augen fangen an zu leuchten, hat so ein Amulett irgendwie um. Und dann wurde halt groß verkündet, Breath of the Wild, the sequel, ist gerade in Entwicklung. Und hat man nochmal rausgezoomt gesehen, das große Schloss von Ganon, was auf einmal anfängt zu beben und sich langsam erhebt aus dem Boden heraus. Weil sie halt da drunter waren. Genau, weil sie anscheinend im Keller vom Schloss waren. Wo wir noch den Witz gemacht haben, sie sollten dieses Schloss einfach von Grund auf abreißen. Also nochmal Schloss Hyrule vielleicht einfach mal weg. Ja, weil ist der Spot da einfach nicht gut. Ja. Und und das heißt also, sie sind jetzt schon dabei, das ein richtiges Sequel zu dieser Welt, zu dieser Geschichte halt zu machen. Aber ansonsten gab es auch keine weiteren Informationen. Ja, ein Novum, dass ein Zelda wirklich einen direkten Nachfolger bekommt. Das stimmt, ja. Klar, es gibt A Link to the Past und dann jetzt diesen 3DS-Ableger. Ja, aber so ist das wirklich ein Breath of the Wild 2. Kommt, das ist halt ein Novum. Und dann hat sich herausgestellt, dass die freudige Erwartung auf meine Reaktion halt nicht war, weil man dachte, dass ich mich so sehr darüber freue, sondern weil dem Chat halt ganz klar war, dass ich halt Breath of the Wild nicht so brillant finde wie der Rest der Welt. Ja. Und ich habe dann eben auch gleich zu bedenken gegeben, es kommt drauf an, wie sehr sie die Welt verändern, weil in dem Trailer hat man gesehen, dass es halt exakt dieselbe Welt ist, wo halt dieses Schloss sich erhebt. Ja. Und klar wird sich da schon was ändern, aber ich habe halt die Befürchtung, dass sie im Wesentlichen dieselbe Welt benutzen und die halt ein bisschen abändern. Und der Punkt ist halt, für mich ist Breath of the Wild halt ein Spiel, wo jeder Aspekt durchschnittlich bis gut ist, manche auch ein bisschen unterdurchschnittlich. Ja. Thema Item Management und sowas. oder Gegnerbalance. Der Star des Spiels war die Spielwelt. Das war auch das, diese Welt zu erkunden und alles rauszufinden, vieles rauszufinden, was sie zu bieten hat und so. Das war auch das, was mich 50 Stunden am Ball gehalten hat. Länger hätte es mich aber auch nicht mehr beschäftigt. Also in den letzten 5 Stunden war ich schon immer genervt, so ein bisschen. Aber die Spielwelt war halt das Brillante an dem Spiel. Und wenn sie jetzt sagen, wir nehmen dieselbe Spielwelt und erzählen da drin nur eine neue Geschichte mit ein paar neuen Skills und so, dann bin ich da nicht sonderlich an Bord. Auf der anderen Seite können sie natürlich auch sagen, wir ändern die Welt total und können es aber viel schneller entwickeln, weil die Grundmap da ist und wir müssen sie nur überarbeiten.
Ich habe gesagt, wo ich sofort an Bord wäre, was ich halt absolut nicht glaube, aber es wäre cool, wenn halt Zelda und Link in diesem Trailer nicht von ungefähr zu zweit unterwegs sind und sie halt diese Spielwelt mit diesen guten Gameplay-Mechaniken nehmen und daraus ein Koop-Spiel machen. Das wäre schon echt cool. Ja. Man spielt einer Link, einer Zelda und dann geht man halt zu zweit auf Abenteuer. Ja. Beide haben halt unterschiedliche Fähigkeiten. Zelda war vielleicht so ein bisschen Magie irgendwie. Link halt der Schwertkämpfer, der nach vorne immer gleich geht. Und ja, es wäre schon cool. Ja, eher wahrscheinlich ist, dass die beiden getrennt werden in dem Moment. Und wahrscheinlich Zelda wieder mitgenommen wird. Wenn, fände ich ja den Clou ganz witzig, wenn diese Frau da, wenn die Link mitnimmt. Und man spielt dann Zelda. Ja, deswegen ja, diese Frau hat ja auch Link am Arm gepackt in dieser Dunkelheit. Sie dachte, so, wird Link vielleicht entführt? Also das fände ich einen ganz witzigen Clou, wenn Link entführt wird und man muss ihn mit Zelda retten. Ja. Damit man auch gleich gut erklärt, warum sie neue Gadgets finden muss und neue Skills hat und so weiter und so fort. Weil halt das Equipment, das Link in den letzten Abenteuer gesammelt hat, ist weg. Ja. Also, ja, hat Potenzial daraus wirklich was mit Mehrwert und was Schönes Neues zu machen. Hat aber auch das Potenzial, dass es sich erstmals bei Nintendo so ein bisschen anfühlen würde wie, ja, so ein lauwarmer Aufguss vom Vorgänger reicht auch, damit wir alle schreien, bestes Spiel der letzten 28.000 Jahre! So wie es bei Breath of the Wild passiert ist. Ja. Aber was wir festhalten können, das wird noch ein bisschen dauern. Ja. Bis dieses Spiel. Weil wie gesagt, jetzt sagen sie erst, es ist in Entwicklung. Also zwei Jahre, sage ich. Ja, also recht nicht vor 2021 damit. Ja. Auf jeden Fall. Und wenn 2021, wahrscheinlich auch erst Winter 2021. Ja. Würde ich mal so schätzend vermuten. Genau. Also werden wir wahrscheinlich davon noch in den nächsten zwei E3s noch was erleben. Aber nicht falsch verstehen, grundsätzlich habe ich da trotzdem Lust drauf. Ja. Weil, wie gesagt, ich habe in das Vorgängerspiel ja trotzdem 50 Stunden rein investiert und hatte mit denen auch weitestgehend Spaß. Ich fand halt nur nicht, dass es so ein Meilenstein war, wie der Rest der Welt ihn gesehen hat. Ja. Ja, ja, und das war die Nintendo PK. Ja. Da haben sie auch gesagt, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, ihr seid tolle Fans und so weiter und in den nächsten Tagen werdet ihr noch viel mehr Informationen zu den einzelnen Spielen auf der E3 erfahren. Ja. Ja. Und das könnt ihr halt euch dann auch gerne schauen. Genau, gibt bestimmt, also sie haben auch das Treehouse gemacht und so. Genau. Gibt bestimmt auch schon etliche Gameplay-Reveals zu Fire Emblem und Co. Ja. Die haben uns jetzt natürlich nicht alle angeguckt, sondern wollten euch mit euch über die eigentliche Direct sprechen. Genau. Und die war ganz schön, ganz nett, hatte viel Interessantes dabei. Vielleicht nicht immer für uns, aber generell war es sehr schön. Haben sie nett gemacht. Ja, kann man aber ganz kurz zusammenfassen. Also wirklich spannend für uns oder für einen von uns war halt Breath of the Wild. Ne? Mhm. Dann. Hier geht's weiter. Dann Fire Emblem. No More Heroes 3 hatten sie. Ja. Pokémon natürlich, Astral Chain. Dieses Rhythmusspiel sah cool aus, ist aber halt nicht für mich in dem Fall. Die Smash-Figuren sind cool. Smash-Figuren, Luigi's Mansion 3 sah nett aus, Link's Awakening. Also ja, wenn man das so runterzählt, muss man halt sagen, war schon einiges Gutes dabei. Ja, auf jeden Fall. Ich stimme dir zu, dass sie vor Square Enix ist. Würde ich sagen, ne? Ja. Ich würde sagen. Gut. Dann vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Schaut euch gerne noch die anderen E3-Podcasts an. Einen müssen wir noch machen, den von Square Enix. Ja. Nummer 7. Und dann war es das für uns sozusagen auf unserem Kanal von der E3. Natürlich wird es auch diese Woche ganz viele Informationen geben. Wir haben auch alle möglichen anderen Trailer, die halt schon so erschienen sind. Haben uns auch nebenbei immer wieder angeguckt. Aber wir machen jetzt dafür keinen extra separaten Podcast in irgendeiner Form. Also das könnt ihr dann selber so ein bisschen gucken. Aber es gab da ein paar sehr interessante Spielchen, die sie auch so nebenbei einfach mal so gedroppt haben. Ja. Und dann sehen wir uns dann im nächsten Podcast bei Graum Entertainment oder bei Graum Gaming unsere Livestream-Aufzeichnung. Könnt ihr gerne unsere Live-Reactions von den ganzen E3-Konferenzen E3-Podcasts ausschalten. Ja, die auch. gerne anschauen oder auch unsere Let's Plays. Und ansonsten seid gerne mal live mit auf Twitch dabei. Ja. Und dann habt einen wunderbaren Morgen, Mittag, Abend oder Nacht. Je nachdem, wer jetzt hört oder schaut. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ramen. Und euer Rauton. Ciao.